Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von YouTube, dem Magazin, die Nummer 1121. Heute mit Grüßen an Thomas. Von ihm kommt gleichzeitig eine Saalwette bzw. eine Zuschauerfrage. Daraufhin stelle ich Ihnen das gesamte Team der TikTok-Studios vor, alle, die so hinter und vor mir stehen hier, hinter und vor der Kamera. Es gibt ein Schwerpunktthema Breitling, sehr, sehr interessant, wieder mal ein bisschen investigativ. Und zwar mit den Schwerpunkten Toleranz und Transparenz. Seien Sie also sehr gespannt. Und es gibt eine Uhr der Woche, was keine Breitling ist, sondern die an meinem Handgelenk. Das Ganze mit einer Tasse Kaffee y naturalmente con Mauso. Das war Spanisch und jetzt kommt das Jingle. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin mal wieder zurück in den TikTok-Studios. In den letzten Ausgaben war ich ja mehrfach auch ein bisschen unterwegs hier im Haus, im Herrensalon in Wattgassen und habe von dort gesendet, weil wir hier ein bisschen was verändert haben. Sie können es nicht so genau erkennen, aber der Grauton hinter mir an der Wand, der ist ein bisschen grauer gestrichen worden für die Fachleute unter Ihnen. Und wie gesagt, wir haben heute mal wieder eine Magazinausgabe, Magic, und eine ganze Menge Themen, um die wir uns kümmern. Und beginnen möchte ich wie immer mit Grüßen. Die Grüße gehen an Thomas G., denn Thomas G. hat mir eine Mail geschickt und hat darin geschrieben, ich muss jetzt ablesen. Hallo Herr Strom, ich bin selbst im Fernsehen tätig und habe schon so manche große Samstagabendshow gemacht. Ihr Format scheint ähnlich aufwendig. Wetten, dass Sie nicht alle Mitarbeiter in einen Videoclip reinpacken können. PS, die Westen könnten etwas bunter sein. Lieber Thomas, ja, ich habe mich schon ein ganz klein bisschen zumindest angepasst, sage ich mal so. Natürlich könnten die Westen auch ein ganz klein bisschen bunter sein. Aber ich gehe jetzt mal die Wette ein und sage, natürlich kriege ich alle Mitarbeiter, die hier sind, das ist auch wichtig für die Moral, sage ich mal so, kriege ich in einen Clip rein. Den haben wir gedreht, sozusagen ein Making-of. Was passiert in den 2,5 Stunden, bevor dann hier wirklich die Lichter angehen, ich in die Kamera reinschaue und mich mit Ihnen unterhalte? Da habe ich ein kleines Video dazu gedreht und dann sind dann auch alle Mitarbeiter mit drin, als natürlich ein bisschen ein bisschen schneller gedreht, weil die 2,5 Stunden haben wir keine Zeit, ist halt wirklich sehr nervenaufreibend. Deswegen hier vorab mal dieses kleine Video. So, damit dürfte ich auch die Wette gewonnen haben, die da heißt, es waren alle Mitglieder meines Teams waren im Bild. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie groß ist mein Team? Ganz genau 1,74 Meter. Damit ist diese Frage beantwortet und Sie wissen jetzt, wie es auch hier so ein bisschen behind the scene, wie es immer heißt. Ich gucke gerade die Bayern München Doku. Behind the scene Herren Saloon. Wie es hier aussieht in den TikTok-Studios. So viel dazu zum Internen. Kommen wir jetzt zu etwas Externen. Und zwar kommen wir jetzt zu Breitling. Und ich habe vorhin schon gesagt, Breitling macht in letzter Zeit sehr von sich zu sprechen und zu hören und macht sehr aufmerksam auf sich. Das dürfte der richtige Satz sein. Indem Josh Kern, der CEO und auch Miteigentümer, in den letzten Monaten und Jahren wirklich da einiges angestoßen hat, auch zu der Thematik, wie man den Konzern jetzt auch ein bisschen in die digitalisierte Welt überführt. Und das ist eigentlich an sich eine super Geschichte. Also was viele, glauben Sie es mir, ich weiß es aus eigener Erfahrung, viele Hersteller noch so ein bisschen verpennen, das macht Josh Kern mit Breitling, die nach vorne gehen und sagen, wir gehen mal andere Wege, probieren mal wirklich neue Dinge aus mit allem, was zu tun hat. So, jetzt das Neueste, was Sie haben, ist die Aktion Breitling Select, ging in den letzten paar Tagen schon durch die Presse. Hashtag Breitling Select, so ein Abonnementservice, wurde auch von vielen schon kolportiert und darüber berichtet. Jetzt ist mir das natürlich so ein bisschen zu wenig, irgendeinen Pressetext zu nehmen und mit Fotos von Georges
Kern da zu dekorieren, sondern ich habe dann mal ein bisschen genauer hingeguckt und habe gesagt, okay, so ein Abonnementservice ist ja an sich eine prima Geschichte, ist nichts Neues, gibt es in vielen anderen Bereichen schon, auch schon im Bereich Luxus. Aber jetzt, wie passt das Ganze in die neue Strategie des Hauses Breitling, die ja unter dem großen Kennwort stehen, Inclusive Luxury, also inklusive Luxus oder Luxus inklusive oder alles hat mit Luxus zu tun, irgendwas in dieser Kante. Abonnementservice und Luxus, wie passt das zusammen? Habe ich mir gedacht und habe mal ein bisschen reingeguckt. Das sieht, wenn Sie auf die Internetseite gehen, also da haben wir jetzt diesen Breitling Select, das können Sie auf Ihrem Smartphone, also es ist wirklich technisch gesehen auf dem neuesten Stand, oder auf der Internetseite können Sie sich da anmelden. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, als ich mir das Ganze so ein bisschen angeguckt habe, habe ich mir gedacht, da müssen wir doch mal nicht nur über diesen Service reden, sondern letztendlich blieben ganz zum Schluss die großen Themen, und zwar Themen wie Transparenz und Themen auch wie Loyalität. Und ich glaube, die sind in der heutigen wirtschaftlichen Situation dann doch sehr, sehr wichtig. Wie transparent bin ich? Ich habe es also ausprobiert, so nach dem Motto, ich halte mich durchaus für digital bewandert und weiß auch ein ganz klein bisschen, wie man mit den Medien umgeht. Wenn ich das verstehe, wie das funktioniert mit dem Breitling Select, dann werden es die anderen auch verstehen. Also was habe ich gemacht? Ich bin auf die Internetseite gegangen und habe mir dann mal angeguckt, was ich da so finde. Und da finden Sie jetzt folgenden Hinweis unter dem Bereich Abonnement. Erster Hinweis, es ist also ein Abonnement. Erleben Sie Breitling über 12 Monate, das Abonnementsystem von Breitling. Da kann man sich ein bisschen weiterlesen. Ich lese Ihnen jetzt mal vor. Genießen Sie 3 Breitling-Uhren im Wechsel. Über einen Zeitraum von 12 Monaten treffen Sie Ihre Auswahl aus einem einzigartigen Sortiment Sternchen. Da kommen wir gleich noch zur Einzigartigkeit. Sie erhalten sogar Exklusivangebote. Exklusivangebote erhalte ich zum Erwerb Ihres Lieblingsartikels. Wenn mein Lieblingsartikel jetzt eine Breitling-Uhr ist. Also so weit, so prima. Das ist auch durchaus verständlich. Also ein Abonnement. Ich kann mir Uhren aussuchen. Über einen bestimmten Zeitraum habe ich ein Abonnement. Da steht was von maximal 3 Uhren, die ich genießen kann innerhalb von 12 Monaten. An sich ja schon mal eine Riesengeschichte. Dann komme ich da unten drunter. Sie sehen es da so ein bisschen hier in diesem Bereich. Die Zahlen, monatliche Zahlung. Da haben wir einmal eine Grundgebühr von 425 Euro ist da angegeben. Wir haben eine monatliche Gebühr von 125 Euro und die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. Und das Tolle ist, Sie sammeln noch 1000 Squad Points pro Monat. Ich sehe jetzt in Ihren Augen, dass Sie sagen, ach so, wenn ich 1000 Squad Points pro Monat bekomme, dann ist die Kiste natürlich klar, dann machen wir das auf jeden Fall. Was immer Squad Points sind, aber da kommen wir nachher noch ein bisschen genauer dazu. Ich habe mir dann gedacht, so investigativ wie ich unterwegs bin, habe mich dann auch wirklich angemeldet. Denn ich war bis zu diesem Zeitpunkt noch der Meinung, wenn ich mich dann anmelde, dann kriege ich auch ein paar Informationen mehr zu dieser ganzen Geschichte. Vorher habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, Moment, wenn ich mich jetzt anmelde, ich habe ja eigentlich relativ wenige Informationen. 3 Uhren aus irgendeinem Pool, also gucke ich mir vor der Anmeldung erstmal das Sternchen an. Das Sternchen heißt, also die Erklärung, die Uhren der Breitling Select Kollektion stammen aus einer eigens erstellten Auswahl vollständig überarbeiteter Uhren, sodass ihr volles Erlebnis von Breitling hochwertigen Produkten gewährleistet ist. Aha, das heißt also nichts anderes. Moment mal, diese erlesen und eigens erstellte Auswahl ist nichts anderes auf Deutsch wie CPO. CPO sagt dir nichts. CPO, das Schlagwort im Moment schlechthin, Certified Pre-Owned, auf Deutsch gebraucht oder mindestens Second-Hand. Heißt also, ich kann mir Uhren zum Abonnement aus einem Pool aussuchen von gebrauchten Uhren. Wir wissen ja in der Zwischenzeit, ich habe auch schon darüber berichtet, Breitling ist ein Vorreiter in diesem Bereich CPO, weil sie gemerkt haben, spätestens wenn Sie sich meinen Shop angeguckt haben, dass man natürlich mit CPO, mit Certified Pre-Owned, mit gebrauchten Luxusuhren richtig Schotter verdienen will. Also hat sich Georges Kern
die alte Socke gesagt, Mensch, in Saus und Braus leben wieder Strom will ich auch. Also steigen wir in dieses Gebraucht-Uhren-Second-Wrist-Geschäft steigen wir ein und machen hier CPO. Heißt, wir kaufen von unseren Kunden oder von Breitling-Kunden Uhren zurück, damit wir sie in einem, ich glaube, es gibt sogar einen eigenen Store, der nur CPO macht, was erweitert werden soll. In unseren eigenen Stores verkaufen wir jetzt gebraucht weiter. An sich tolle Idee. Warum toll? Warum finde ich das wirklich toll? Weil CPO, also Certified Pre-Owned, heißt gerade im Gebrauchtuhrenbereich, wenn Sie herzlich wenig Plan davon haben, also bisher nur neu gekauft haben, aber dann ein älteres Modell sich leisten wollen und sagen, Mensch, super, aber es gibt es nicht mehr, es gibt es nur gebraucht. Dann ist natürlich die Gefahr sehr, sehr groß, dass Sie im Netz irgendwelchen Halunken zum Opfer fallen, die Ihnen vielleicht irgendeinen Fake, irgendeinen Quatsch oder die falsche Uhr oder gar nichts verkaufen, sondern nur Ihr Geld einsacken. Meine Rede ist immer, wer keine Ahnung hat, sollte wirklich zu einem qualifizierten Händler gehen. Natürlich auch gerne der Händler vor Ort, heißt also der stationäre Handel, der Konzessionär und der Händler auch von Breitling. Heißt, wenn Breitling jetzt zertifizierte, also garantiert echte und sichere Uhren anbietet, ist das an sich schon mal eine absolut klasse Sache. Ich kann da hingehen, kann sagen, guck mal, eine alte Navitimer hätte ich gerne. Und wie sieht das aus? Da habt ihr eine, die ist überholt, die hat Garantie, genauso wie beim Gebrauchtwagenkauf. Wir reden da nicht unbedingt von irgendeiner Mikrocar, 15 Jahre alt, 3,4 Millionen Kilometer, sondern wir reden hier dann schon wirklich schon von einer schönen Mittelklasse mit relativ wenigen Kilometern, aber mit Garantie und TÜV und Gewährleistung mit allem drum und dran. An sich eine prima Geschichte. Ich will jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen, also nochmal 12 Monate. Wenn wir uns das Ganze ausrechnen, 12 Monate ist die Mindestlaufzeit, dann haben wir insgesamt bei diesen Kosten, wie vorhin gesagt, der einmaligen Gebühr und den monatlichen Kosten haben wir 1925 Euro, die Sie also als Abonnent für dieses Einjahresabonnement bezahlen müssen. Das Tolle bei dieser Geschichte ist, Sie bekommen noch 12.000 von diesen Squad Points. So, 12.000 Squad Points, das rechnen wir dann gleich nochmal irgendwie um. Der nächste Punkt ist, wenn Sie dann innerhalb dieser 12 Monate 3 Uhren sich angucken können, kriegen Sie schon nach 2 oder 3 Monaten, wenn Sie die Uhr besitzen, ein individuelles Angebot von Breitling, das man Ihnen macht und sagt, hey, möchtest du diese Uhr kaufen? Dann kriege ich ein super Sonderangebot, müssen wir auch gleich nochmal dazu kommen und dann werden auch meine Squad Points eingerechnet. Also das ist ja schon mal super. Jetzt wissen wir, warum wir 12.000 Squad Points haben, damit sie nachher beim Kauf angerechnet werden. Also die Thematik Rabatt. Schon mal eine riesengroße Geschichte. Das bekomme ich dann, wenn ich dann eine Uhr kaufe und ich habe sehr, sehr tief in den AGBs nachgelesen, dann ist mein Abonnement beendet. Das heißt, ich muss dann ein neues Abonnement anfangen. Mit dem Kauf, kann also auch schon nach 2 oder 3 Monaten sein, ist mein Abonnement beendet. Das Abonnement ist also nicht, wie die ganze Zeit erzählt wird in vielen Artikeln. Wir wollen, dass unsere Kunden endlich den Luxus von 3 verschiedenen Breitlingen tragen, anprobieren können. Sie können sie ein bisschen testen, passen sie ans Handgelenk, gefallen sie ihnen und. Wenn sie sich erstmal für was entschieden haben, Ende Gelände, aus damit. Man hat verkauft, danke, tschüss, auf Wiedersehen. So ist das nun mal bei den Verkäufern. Jetzt wollen Sie natürlich wissen, aus welchen Uhren kann ich denn auswählen, weil, wie vorhin schon gesagt, stammt aus einer erlesenen, eigens erstellten Auswahl vollständig überarbeiteter Uhren. Stand heute und heute haben wir Mitte November ungefähr, Mitte November, kurz nach Mittag, guckt man auf die Internetseite drauf und sagt, okay, alles klar, leg ich mal los. Finde ich interessant, welche Uhren sind das denn? Ich habe Ihnen hier mal die kleine Liste, das ist wirklich der Stand heute. Das sind, wenn ich genau nachgezählt habe, 22 Modelle, denn die unteren 2, 3, 4, die Sie da sehen, deswegen habe ich jetzt nicht weiter runtergescrollt und ich komme nachher im Detail nochmal drauf,
die sind schon vergeben. Also die sind jetzt schon, die sind nicht mehr frei, nicht für ihre erste Wahl, vielleicht später, sie können sich anmelden. Das ist so ähnlich, kennen Sie das früher vom Timesharing? Da war das so, Sie haben dann das Nutzungsrecht einer Ferienimmobilie für 2 Wochen im Sommer gekauft, für ein schweineteures Geld, mussten dann allerdings, wenn Sie wirklich einziehen wollten, noch mal Geld als Miete bezahlen, nur halt günstiger, haben vorher aber ordentlich Knete gelatzt und wenn halt kein Apartment auf den Bahamas mehr frei war, dann haben sie alternativ eine 2-Raum-Wohnung in Bielefeld bekommen. So in der Kante ist es natürlich nicht. Wir reden hier von Breitling, so wird es nicht sein, aber ja, zumindest so ähnlich. Also diese riesengroße exklusive Auswahl, von der am Anfang gesprochen wird, sind ganz genau im Moment 22 Modelle. Die können sich aussuchen. Wenn Sie Glück haben, finden Sie da auch was und Sie finden das auch richtig klasse. Ich habe mir jetzt ausgesucht, wie gesagt, ich habe mich auch angemeldet, ich habe mir ausgesucht eine Avenger Automatik 45 Seawolf. Das ist diese wunderschön gelbe Uhr. Mit irgendwas muss ich ja anfangen, muss mir das Ganze doch dann auch mal angucken. Und dann sehen Sie auch nochmal 425 Euro, die Einstiegsgebühr 125 Euro monatlich. Und jetzt kann ich das also die Bestellung oder die, was steht da, die, ja, die Bestellung kann ich jetzt starten und kann mir die dann bestellen und dann bekomme ich die. Diese Uhr kostet Liste bei Breitling, also auf derselben Seite, 4000 Euro. Wenn Sie ins Netz gehen, finden Sie diese Uhr bei seriösen Händlern in Deutschland. Ich rede von Händler, ich rede von Deutschland, ich rede von neu, für etwas über 3.000 Euro, 3.050 Euro. Das Netz ist voll davon, heißt, das ist auch so der übliche Schnitt, wenn Sie heute bestimmte Modelle von Breitling kaufen, werden Ihnen durchaus auch mal 25% angeboten. Also Neupreis 4. Wir haben jetzt den Neupreis bei einem anderen Händler von 3. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich diese Uhr so kaufen möchte, wie sie mir hier auch angeboten wird? Das heißt, pre-owned, certified pre-owned von einem Händler im sehr, sehr guten Zustand, Full Package, auch mit Gewährleistung und Garantie, also dass es wirklich auch vergleichbar ist. Auch da gehen von dem normalen Neupreis erfahrungsgemäß so um die 25-30% nochmal runter für eine Uhr, die dann vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr oder Jahr alt ist, aber wenige Kilometer auf dem Tacho hat, wären wir also irgendwo bei 2 bis 2,3, maximal bis 2,4, dass Sie eine solche Uhr gebraucht kaufen könnten. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu meinem Rechenbeispiel. Sie haben allerdings jetzt schon für 12 Monate 1.925 Euro hingelegt. Hieße, eine gleichwertige gebrauchte Uhr bekämen Sie jetzt für 2,3. So schrecklich groß ist der Unterschied nicht. Sie fragen sich jetzt also, welches Angebot würde mir jetzt Breitling machen, dieses besondere Angebot, das man mir macht, wenn mir diese Uhr gefällt. Also wie viel müssen Sie da runtergehen, weil ich ja schon was bezahlt habe? Und vor allen Dingen, was sind denn meine Squad Points letztendlich wert, die da nochmal draufgeschlagen werden, oder bekomme ich da sogar was zurück? Fragen über Fragen, ich boiler jetzt schon mal ein bisschen vorweg, Sie werden keine Antwort darauf kriegen. Weder von mir noch von Breitling. Das Interessante bei dieser Geschichte ist, was wir dann zum ersten Mal durch den Kopf gehen. Wenn ich mir jetzt eine solche Uhr bestelle und möchte nach 4 Monaten eine zweite Uhr und möchte nach 9 Monaten eine dritte Uhr, dann kann es ja sehr gut sein, dass die dritte Uhr, die ich bekomme, vorher schon alleine in diesem System bei Breitling Select bei 3, 4 anderen Ausprobierern und Abonnenten am Handgelenk war. Das hat mich dann so ein bisschen an eine Mietwagensituation erinnert. Das ist genauso dämlich, wenn Sie sagen, hören Sie zu, ich hätte gerne einen Mietwagen für möglichst günstiges Geld, aber ich will unbedingt der erste und einzige sein, der den Wagen fährt. Sie kriegen also auch einen Mietwagen, wo schon ein paar Leute, auch wenn er relativ neu ist, drin gesessen haben. Also kann es jetzt auch theoretisch sein, dass Sie eine Uhr bekommen, die jetzt nicht zweiter Hand ist, Certified Pre-Owned, also gebraucht, wie man es oft beim Gebrauchthändler hat, sondern 4., 5., 6., 7. Hand. Jetzt garantiert Breitling natürlich, und das haben wir ja auch, ich gehe mal nochmal zurück, ich gucke, ob ich das jetzt direkt finde. Auswahl vollständig überarbeiteter Uhren. Haben Sie jetzt alleine eine Uhr dritte oder vierte oder fünfte Hand,
dann ist diese Uhr mindestens zwei oder dreimal überarbeitet worden. Sprich, ich will ja keine Uhr, es geht ja nur teilweise darum, dass ich eine Uhr ausprobiere und trage, sondern wie Rolex sagt, das gehört ja zu diesem Inclusive Luxury, Inclusive Luxemburg, dass sie auch wirklich eine Luxusuhr am Handgelenk haben und sich auch dementsprechend fühlen. Also muss die Uhr ja immer in einem absoluten Top-Zustand sein. Heißt, vielleicht habe ich dann auch eine Uhr, ich weiß es nicht, ich stelle einfach die Frage, vielleicht kann es mir jemand beantworten. Breitlinger hat es mir zumindest auf der Seite nicht beantwortet. Vielleicht habe ich dann eine Uhr, die schon zwei oder dreimal überarbeitet wurde. Ich glaube, in Fachkreisen heißt sowas, wenn es um Gehäuseaufarbeitung geht, da gibt es einen Fachbegriff dafür. Wenn sie was abgelutscht. Aber keine Ahnung, kann das sein, liebe Breitling, dass ich so eine Uhr bekomme, die so ist, die dann auf einmal dritter, vierter Hand ist, die dann so aussieht. Ich weiß es nicht genau. Ich habe letztendlich keine Ahnung. Und das ist so der erste Punkt, bei dem ich jetzt mal sage, das, was ich vorhin angesprochen habe. Punkt Nummer eins. Mir fehlt ein ganz, ganz klein wenig die Transparenz. Weil ich habe hier ein Angebot, ich habe hier ein Abonnement, ein Mietkauf und wie es in den AGBs wird sogar von Leasing gesprochen. Ich habe hier einen Mietkauf, ein Leasing, für das ich knapp 2000 Euro im Monat ausgebe und erstmal, und das ist genauso üblich bei allem Mieten und beim Leasen, zum Beispiel mein Firmenfahrzeug oder alle meine Firmenfahrzeuge sind natürlich auch geleast, dass ich erstmal keinen Anspruch, also keinen Besitz habe. Ich habe das Ding einfach nur geleast bzw. gemietet, Besitz auf Zeit, habe aber keinen Besitzanspruch dafür. Habe 2000 Euro dafür ausgegeben. Das ist genau wie beim Mieten vom Haus. Den Luxus, sowas kann ich mir natürlich erlauben und auch wegen mir von Luxus reden oder von Praktikabilität reden, das ist das bessere Wort, wenn es um ein Pkw geht, also wenn es um ein Firmenfahrzeug geht. Hier habe ich ein Leasing, ich habe aber den großen Vorteil, ich kann die Leasingraten vollsteuerlich absetzen. Das kann ich bei einer Uhr, bei einem Luxusgut natürlich nicht. Das heißt, dieser Vorteil von Leasing, warum die meisten Leute ihre PKWs leasen, der ist schon mal komplett weg. Ansonsten ist Mieten doch eigentlich nur so eine Geschichte, die dann da heißt, ich kann im Moment den Betrag nicht auf einmal bezahlen und kann ich Teilzahlung machen oder kann ich das Ding mieten? Es gibt schon vor Jahren gab es Mietmodelle von Herstellern, die alle wirklich in die Hose gegangen ist. Jetzt heißt es einfach Breitling Select und es wird mal wieder probiert. Das heißt, ich habe eigentlich nichts davon. Und dieses Mieten und dieses Leasen ist doch vollkommen weit weg von Luxus, von diesem Inclusive Luxury. Das hat doch nichts mit Luxus zu tun. Wer will uns das denn verkaufen? Außerdem nochmal, die beiden Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, was mir extrem fehlt in diesen Beispielen, ist die Transparenz. Heißt, Transparenz, ich kriege ein Angebot, wenn ich in diesem System drin bin. Ich kriege nach zwei Monaten ein Angebot und kann die Uhr kaufen. Im Moment gehe ich einen Mietvertrag ein. Welches Angebot? Zu welchem Preis kann ich das kaufen? Sie kennen das, wenn Sie einen Mietkauf haben, eine Teilzahlung oder wenn Sie ein Leasing haben. In diesem Vertrag steht immer ganz genau drin. Du hast vielleicht eine Anzahlung. Hier haben wir ja diese monatliche 425 Euro, diese einmalige 425 Euro, damit ich mitgehen kann. Also nehmen wir jetzt mal als Leasing-Sonderzahlung, dann habe ich eine monatliche Miet- oder Leasingrate von 125 Euro und dann steht da ganz genau in meinen Verträgen, nach 12 Monaten ist der Vertrag ausgelaufen und ich kann dieses Produkt, dieses Fahrzeug zu einem Betrag X kaufen. Hier steht nur drin, dass ich das zu einem besonderen Preis nachher kaufen kann. Leute, was ist denn das für ein Vertrag? Was ist denn das für ein Vertrag, wenn ich von vornherein nicht weiß, was ich da ausgeben muss? Und dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingspunkt. Was sind denn eigentlich diese 12.000, da kommen wir nochmal dazu, diese 12.000 Squad Points? Natürlich habe ich dann auf der Internetseite von Breitling nochmal genau nachgelesen, bei dem kleinen Sternchen. Und dann steht dort nichts. Dort steht gar nichts. Dort steht, und ich zitiere in den AGBs ganz weit hinten, ganz weit unten zu dieser Thematik der Squad Points, dass
der Wert der Squat Points im allgemeinen Ermessen von Breitling liegt. Jo, das ist genau das, was ich hören will, wenn ich einen finanziellen Vertrag mache. Dass die Raten, die Rückzahlung, die Anzahlung, der Rabatt im allgemeinen Interesse liegt. Nach dem Motto, gehe erstmal einen Vertrag ein. Und das mache ich, wenn ich mich dort anmelde und die erste Uhr sozusagen mir zukommen lasse, gehe ich natürlich mit Breitling einen Vertrag ein, steht hinten in den AGBs, ist aber auch allgemein üblich. Dann sagen sie zu mir allerdings, ja, alle Leistungen, die wir erbringen müssen, also diese Sonderangebote oder die Squat Points, die wir dir anrechnen, damit es noch günstiger wird, die liegen der Wert im allgemeinen Ermessen von uns. Also 15 Bonbons, 12.000 türkische Lira. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viel 12.000 türkische Lira ist das überhaupt die Währung? Wie viel die wert sind? Nachher ist das noch eine ganze Menge. Keine Ahnung was. Das ist die Thematik Transparenz. Und zwar Transparenz im Finanziellen. Ich meine, die Marke mag noch so toll sein. Ich finde das schon absolut prima. Aber bei Geld hört Freundschaft auf. Auch wenn ich die Marke noch so sehr mag. Ist das der richtige Weg? Oder was ist der nächste Frage? Was ist denn jetzt, wenn diese Uhr, die ich gerne hätte, das ist ja nur ein Pool, Sie haben ja gesehen, 30 oder 35, vielleicht wären es mal mehr, 40 Uhren, die Hälfte davon sind schon weg. Was ist denn, wenn diese Uhr, die ich jetzt gerne hätte, nicht mehr da ist? Wenn ich jetzt sage, okay, meine erste Uhr, die ich hatte, ist diese wunderschöne gelbe Avenger und ich entscheide mich dafür, weil ich konnte ja drei tragen, weil ich die ja dann super aussuchen kann. Und dann sage ich, hätte gerne. Ja, Strom, die gibt es nicht mehr. Ja, und die zweite? Ja, die gibt es auch nicht mehr. Ja, und die dritte? Ja, die dritte können sie nicht kriegen, weil es schon eine Warteliste von 5 Leuten, die jetzt gerne Probe tragen würden. Was passiert denn dann? Es geht doch eigentlich, das heißt doch eigentlich, und das ist das, was Breitling will, kaufen, kaufen, kaufen. Oder was passiert, wenn ich am Ende von 12 Monaten einfach sage, so, Leute, ich habe jetzt meine knapp 2.000 Euro gelatzt. Ganz ehrlich, mir hat keine gefallen. Also danke fürs Probetragen, aber mir hat keine gefallen. Okay, 2.000 Euro sind weg, ist schon sehr, sehr bitter, aber zumindest die Squat Points, die hätte ich gerne. Und dann kriege ich irgendwann 12 Bonbons zugeschickt. Was hat das mit Transparenz zu tun? Gar nichts. Und da werde ich ein bisschen, da wird mir immer mulmig. Also nochmal zwischendurch, das ist alles das, was ich auf der Internetseite gefunden habe. Ich habe mich für diesen Service angemeldet, ich habe jetzt noch keine Uhr bestellt. Ich habe mich aber für den Service angemeldet. Ich könnte jetzt sozusagen bestellen und kaufen und dann kommt sie mir zu. Ich habe aber vorher keine weiteren Unterlagen gehabt. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Vielleicht bin ich blind. Wenn Breitling mehr weiß, ich was nicht gefunden habe, mea culpa, schickt es mir bitte zu. Sagt mir Bescheid. Macht ein kleines Video. Ich werde es senden. Aber im Moment, bei mir sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Fragezeichen auch im anderen Sinne. Und zwar hatte ich vorhin schon gesagt, einmal die fehlende Transparenz und das zweite ist die fehlende Loyalität. Was meine ich damit? Breitling ist ein Hersteller und der normale Vertriebsweg, den man bisher immer so schön, einer der oder früher immer der größte Vertriebsweg, war natürlich der Konzessionär und der Händler. Das Interessante bei einem solchen Mietkauf ist und auch bei der gesamten Inclusive Luxury Geschichte und dass Breitling jetzt digital geht, ist natürlich die Thematik, dass der Konzessionär vollkommen außen vor ist. Denn dieses Angebot, was noch so toll ist und prima ist, hat mit dem Konzi null zu tun. Sie werden also weder dort eine Uhr abholen können, noch werden Sie Ihren Konzi fragen, ob Sie da mal nur für 3 Monate für einen gewissen Betrag zum Probetragen haben können oder sonst was. Der Konzessionär ist außen vor. Und wenn wir sehen, was Breitling und auch andere Marken in den letzten Jahren so veranstaltet haben, um ihre Händler und Konzessionäre wirklich rauszudrängen aus dem Geschäft, und ich nenne es extra so, mit den eigenen Flagship-Stores, Monobrand-Stores, mit den Boutiquen, mit Boutique-Angeboten, mit besonderen Dingen, die wirklich nur bei Breitling direkt funktionieren, ist es hier ganz klar eine Geschichte, die heißt, Konzessionär, ach so, die gibt es ja auch noch, aber jo. Die Situation ist sogar so pervers, sage ich jetzt mal, dass das, was den Konzessionär mal ausgezeichnet hat, dass ich hingehen kann vor Ort, ich kann eine Uhr oder 2 oder 3 oder 4 anprobieren, das ist jetzt genau das, dieser Anprobe-Abonnement-Service, mit dem Breitling jetzt explizit diese letzte
Sonderleistung, den letzten Vorteil, den der Konzessionär hatte, vollkommen aushebelt. Nach dem Motto, ihr braucht euch das nicht mehr anzugucken. Ihr braucht nicht in die Stadt zu fahren und beim Konzi rumgucken. Der hat zwar eine viel, viel größere Auswahl, als dass wir es haben, aber ich schicke dir jetzt 3 Uhren innerhalb von 12 Monaten zu. Also, dann ist es natürlich keine Geschichte, müsst ihr nicht mehr hingehen. Das ist der nächste Punkt. Das heißt also ganz klar, Abonnement bedeutet immer, wir kennen das aus dem Zeitschriftenbereich, eine Zeitschrift kann ich entweder kaufen bei meinem Zeitschriftenhändler oder ich kann eine Zeitschrift im Abonnement kaufen. Wenn ich ein Abonnement habe, ist der Zeitschriftenhändler für mich mindestens 12 Monate gestorben. Ich gehe nicht mehr hin. Warum? Um ihm zu sagen, hey, ich habe sie leider woanders gekauft. Das heißt, Abonnement sorgt immer dafür, dass ich den Kunden direkt an mich, an den Hersteller, bei den Zeitschriften an die Druckerei, bei Uhren an den Hersteller, hier an Breitling, absolut binde und dass du nur nie mehr auf die Idee kommst, auch nur irgendeinen Fuß nochmal beim Händler in die Tür reinzusetzen. Denn so lernt natürlich auch der nicht ganz so online-affine Kunde, welche Vorteile es hat. Und es sind natürlich wirklich auch durchaus Vorteile dabei. Es Vorteile hat, wenn ich online bei Breitling direkt etwas abschließe, dort was zugeschickt bekomme, es zurückschicken kann. Das ist so Zalando für Luxusuhren. So ein bisschen fühlt sich das an. Und wenn ich mich daran gewöhnt habe, online zu kaufen, dann werde ich letztendlich auch online die nächste Uhr bestellen. Ich werde die nächste kaufen. Ich werde mir dort ein besonders gutes Angebot machen lassen. Nochmal, das ist natürlich absolut legitim, dass das Hersteller machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass in den nächsten 5, 6, 7 Jahren alle großen Hersteller einen solchen, jetzt nicht den Abonnementweg, aber den Weg des Direktvertriebes gehen werden und gehen müssen. Warum? Weil sie es können. Warum noch? Weil der Konzessionär natürlich auch seine Marge hat. Und wenn es der Branche schlecht geht und vielen, vielen Uhrenmarken und der Branche generell geht es nicht gerade besonders gut. Wenn ich dann natürlich ohne großen Aufwand die Möglichkeit habe, als Hersteller zu sagen, pass auf, die Marge meines Händlers, die sacke ich mir jetzt ein. Dann habe ich urplötzlich, wenn alle Händler wegfallen würden, 80-100% Gewinn mehr im Jahr, wenn ich selbst verkaufe. Und so ein Abonnementservice ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Zuckerli, um die Leute dran zu gewöhnen. Jetzt möchte ich aber dazu kommen, warum ich mich hier eigentlich so schrecklich aufrege. Und was dann auch mit Loyalität und Transparenz und Offenheit und allem Möglichen zu tun hat. Da kommt jetzt ins Spiel dieser sympathische Herr. Das ist Antonio Carriero. Das ist sowieso der geilste Name. Wenn ich mir einen Künstlernamen aussuchen dürfte als wirklich erfolgreicher Uhrenhändler, würde ich mich Antonio Carriero nennen. Der ist Chief Digital and Technology Officer von Breitling. Der ist dafür zuständig, wie das Ganze digital rundläuft. Das macht er prima, super Ideen, tolle Konzepte, wie wir gerade gemerkt haben. Und er hat ein Interview gegeben, und zwar dem Magazin Kapital. Und dort ist er dann noch gefragt worden, wie reagiert der Einzelhandel auf ihre Idee, also die Juweliere. Da kam die Antwort, die Mehrheit unserer Händler findet unseren Vorschlag interessant und sieht darin eine Form der Kundenbindung. Wir wollen nicht bloß heute oder morgen, sondern auch noch in 10 Jahren relevant sein und diese Herausforderung teilen wir mit den Handelspartnern. Die Mehrheit unserer Händler findet unseren Vorschlag interessant. Jetzt frage ich mich nur, welche Art von interessant? Dieses interessant wie, hey, das ist ja mal interessant, das ist ja mal super. Also da müssen wir mal drüber reden, da machen wir da gerne mit. Oder dieses interessant, was dann die Ehefrau sagt, wenn sie mitkriegt, dass der Herr des Hauses mit seinen 3 Kumpels dann abends in der Strippbar war. Ist dann so, ah, der feine Herr war in der Strippbar. Das ist ja mal interessant, da müssen wir ja drüber reden. Egal wie Sie es auffassen, ganz ehrlich, eine solche Frage und vor allen Dingen eine solche Antwort. Die Mehrheit unserer Händler finden unseren Vorschlag interessant, und zwar den, dass wir sie rausdrängen aus dem Geschäft, dass wir nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Das ist gelinde gesagt, ich bin höflich, diskutabel. Da kann sich jeder seinen Reim drauf machen, wie groß die Wertschätzung und die Loyalität meinen Konzessionären gegenüber ist, wenn ich dann auch noch sowas raushaue. Es ist interessant. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass das Ganze interessant ist und dass man sich
dafür interessieren sollte, was so die ein oder andere Marke macht. Meine ganz persönliche Meinung dazu: Teilzahlung, Abonnement, Leasing etc. etc. hat nichts mit Luxus zu tun. Luxus ist, wenn ich einfach Knete übrig habe, die ich jetzt in dem Moment, wann ich will und wie ich will, raushauen kann. Heißt, ich gehe zu einem Konzi, gucke in die Auslage und sage, die Uhr hätte ich gerne hier, wir ziehen die Kreditkarte durch. Das ist Luxus. Luxus ist nicht, lass mich mal überlegen, ob ich hier Teilzahlung machen kann und dann gucke ich mir drei Modelle an und dann kriege ich auch ein super Sonderrabatteangebot und, und. Was hat das mit Luxus zu tun? Meiner Meinung nach überhaupt gar nichts. Die ganze Aktion hat so ein bisschen, so ein bisschen den Charme eines Mittelklasse-Gebrauchtwagen-Leasing. Aber im Sinne von, das Kleingedruckte, das gebe ich Ihnen heute nicht mit. Und wie viel Sie nachher bezahlen müssen, das erzähle ich Ihnen auch noch nicht. Und die Sonderausstattung, die Sie kriegen, die erzähle ich Ihnen auch noch nicht. Aber unterschreiben Sie hier mal. Das ist ein bisschen sehr eigenartig. Sollte dem nicht so sein, sollte ich irgendwas vergessen haben. Wie gesagt, ich biete gerne an, dass man mich eines Besseren belehrt. Wer vielleicht auch das schon gemacht hat, gibt mir einfach mal Feedback. Weil ich bin absolut davon überzeugt, dass es eine Zielgruppe gibt, die darauf abfährt und die das machen wird. Ich bin aber auch absolut davon überzeugt, dass das kein Geschäftsgebaren ist, eine vertragliche Verbindung mit einem Kunden einzugehen. Das passiert, wenn ich ihm meine Uhr reingebe, ohne dass ich alle Karten auf den Tisch lege. So, das so viel zum Thema Breitling. Habe ich genug aufgeregt? Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar kommen wir zur Uhr der Woche. Die Uhr der Woche, ich trage sie am Handgelenk, hat gar nichts mit Breitling zu tun. Damit Sie sie auch nicht verwechseln mit irgendeiner Breitling, habe ich direkt auch eine quadratische genommen. Das heißt, und die Uhrenfans wissen quadratisch praktisch gut, was kann das sein? Eine Tag Heuer Monaco. Und damit Sie mal ein paar Bilder sehen von der Uhr, ohne dass ich Ihnen reinlabere und damit ich jetzt noch ein Schlückchen Kaffee trinken kann, schicke ich Ihnen jetzt mal ein kleines Video bzw. ein paar Bilder dieser Uhr jetzt einfach auf den Bildschirm. Also bis gleich. Bin ich wieder. Käffchen habe ich getrunken und die Uhr schon mal ausgezogen. Um sie Ihnen ein bisschen genauer zu zeigen, gehe ich mal auf die andere Kamera. Und zwar sehen Sie sie hier. Eine Tag Heuer Monaco Calibre 11. Der Fachmann wird es erkennen. Es ist sozusagen die Krone auf der falschen Seite. Natürlich ist sie auf der richtigen Seite. Diesmal die Version, die ich liebe ohne Ende. Nicht in diesem klassischen Blau, die ich auch habe, sondern hier in der Version Silber, 39 x 39 mm groß, hat eine Größe quadratisch gesehen, wenn man sie als Handgelenk macht, wie eine 42er runde Uhr. Diese Uhr gibt es bei mir im Shop. Und zwar habe ich sie ausgestattet mit diesem wunderbaren Hornbeck-Kroko-Band, was ich speziell habe anfertigen lassen. Und zwar kommt das aus Vietnam. Dort habe ich eine kleine Manufaktur gefunden, die mir dann solche ganz, ganz ausgefallenen Bänder macht. Aber Sie haben es vorhin an den Bildern gesehen. Es gibt die Uhr auch an einem Baseballstrap, also an einem Band aus einem Baseballhandschuh. Das Ganze finden Sie bei mir im Shop, wenn ich sie bis dahin jetzt nochmal rausgenommen habe und selber behalte, unter derzeitvertreiber.de. Dort ist sie zu haben für 5.150 € mit einem Band der Wahl. Heißt entweder mit diesem Hornback oder mit dem Baseballstrap. So, hätten wir das auch.
Dann sind wir eigentlich schon relativ durch. Ich auf jeden Fall. Ich habe mich da so ein bisschen reingeredet, aber manchmal, es ist halt sowas, aber bei einer der nächsten Ausgaben werden Sie ein zweites Thema mitkriegen, in was ich mich noch mehr reinreden kann. Und zwar ist das die Echtheitsgarantie von eBay, wenn Sie dort Uhren kaufen. In der Zwischenzeit, wenn Sie Anmerkungen haben zu dem, was ich gesagt habe, unten läuft gerade die Adresszeile durch, schreiben Sie mir mail@herrstrom.de Anmerkung, schicken Sie mir Videos, schicken Sie mir Erfahrungsberichte. Sollten Sie der CEO von Breitling sein, Schorsch Kern, gerne Feedback-Antwort. Es wird natürlich hier alles gesendet, was auch immer reinkommt, wenn ich mich wirklich so getäuscht haben sollte, was ich nicht glaube. Und ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank, habe ich zu sagen. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich glaube, ich muss noch mal hier raus. Das heißt, wieder hinten im großen Saal vom Herrensalon. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie mir gewogen und denken Sie mal dran. Bessere Zeiten beginnen nie mit Mietkauf von Uhren. Na, Scherz. Bessere Zeiten beginnen nie mit schlechten Uhren. Herzlichen Dank, Ihr Bernhard Stroh.